Es war eine sehr große Demonstration, aber Gott sei Dank auch eine sehr friedliche. Mehrere tausend Leute kamen nach Salzburg, um eben gegen die Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren. Und man muss eines feststellen, man sieht auch hier im Hintergrund ein bisschen, die Leute sind sehr diszipliniert. Viele tragen auch Masken, aber natürlich wie immer nicht alle. Es ist eine ruhige Demonstration und die Leute hier starteten gegen 12.30 Uhr am Kapitelplatz. Dort war eine Kundgebung der MFG. Danach ging es um 14 Uhr zur zweiten Kundgebung der Initiative Salzburg wacht auf den Mozartplatz. Und dann kam das Ganze ins Laufen. Der Herr ist froh, hat eine Glocke gefunden, passend zum Krampustag. Dann ging es in der Demonstration über den Rudolfskee, die Karolinenbrücke, die Imbergstraße, den Markertplatz, über das Schloss Mirabell, dann weiter in die Marco-Sittigo-Straße. Danach kamen die Demonstranten über die Schwarzstraße zur Staatsbrücke. Dann ging es weiter Richtung Hanuschplatz und von dort aus zur Hofstallgasse vorbei im Bereich des Festspielhauses. Und von dort aus wieder hier zurück in den Bereich des Mozartplatzes. Da gab es noch eine kleine Kundgebung. Aber wie gesagt, es war alles friedlich. Es war sicherlich einer der größten Demonstrationen. Und man hat es eben hier wieder gehört. Alle skandierten entweder Nehammer muss weg oder Freiheit, Freiheit. Und es waren sehr, sehr viele Gegner der Pflichtimpfung dabei, die sich einfach gegen dieses Mittel der Pandemie-Eindämmung aussprachen. Es waren viele Kinder und Familien vor Ort und das wirklich das Schöne ist, es verlief alles absolut ruhig und es gab keine Zwischenfälle.